Okay. Wir nähern uns jetzt dem Bärenköderfass. Man kann es hier schon sehen. Und da ist auch schon ein Bär. Wow. Okay. Blick auf die Karte. Okay, folgendes. Wir sind jetzt ganz nah am Tarnzelt. Allerdings ist der Baumsitz auf der anderen Seite. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich ins Tarnzelt komme. Und das allein ist schon schwierig genug. Ihr könnt sehen. Zwei Bären. Drei Bären. Boah, ich glaube, das ist ein Glacier. Und ich habe noch nie einen Glacier geschossen. Nein! Oh nein! Boah. Die haben mich mitgekriegt. Das ist auf jeden Fall ein Glacier. Ja. Aber cool bleiben, Leute. Cool bleiben. Boah, das waren drei, vier Bären. Was machen wir jetzt? Ich muss auf jeden Fall hoffen, dass die wieder zurückkommen. Schaut euch das an. Das ist unglaublich. Das war ein Glacier. 100 Pro. Habt ihr gesehen, wie schnell die einen bemerken? Das ist echt unfassbar. Das ist wirklich Wahnsinn. So, ich bin zumindest jetzt schon mal im Tarnzelt. Also für alle, die es nicht wissen, Glacier ist eine der Farbvarianten. Es gibt Chocolate, Blond, Zimt und Glacier. Und Glacier sind die seltensten von diesen Farbvarianten. Ich habe noch nie einen mit dieser Farbvariante erlegt. Die sind im Prinzip im Körper ganz normal schwarz, haben aber auf dem Rücken so einen silber-grau schimmernden Touch, nenne ich es jetzt mal. Und ich möchte den Bären jetzt unbedingt haben. Viele hätten jetzt wahrscheinlich in der Situation geschossen, einfach sobald man sah, dass die anfangen zu fliehen. Aber ich möchte einfach noch warten. Die Frage ist jetzt nur, lass mal kurz schauen. Die Windrichtung erörtern. Okay, dann weiß ich auch schon, warum sie mich erwischt haben. Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist jetzt eine schwierige Situation, weil wir wissen, das Tarnzelt hat nicht die beste Geruchsreduktion, aber eine super Sichtreduktion. Und der Baumsitz, kann ich euch auch kurz zeigen, den ich da drüben angebracht habe, hat eine ziemlich gute Geruchsreduktion, aber nicht so eine gute Sichtschutz. Aber ihr habt gesehen, wie der Wind steht. Denkbar schlecht für uns. Das heißt, ich werde den Baumsitz vorziehen. Auch wenn ich dann natürlich wesentlich früher gesehen werden kann. Aber Bären sind eben extrem auf den Geruchssinn fixiert. Wow, Level 12 beim Wapiti. Scheint, dass in dieser Aufnahme ziemlich viel Gutes passiert bis jetzt. Natürlich war es nicht gut, dass die Bären geflohen sind, aber das ist einfach
mega tricky. Wenn die einen, ja, wenn so viele am Köderfass sind. Und die sind jetzt natürlich hinter uns. Und einer davon ist der Glacier. Und den möchte ich haben. Gut, also uns bleibt im Prinzip jetzt nur übrig zu warten. Und zu hoffen, dass alle wieder zurückkommen. Oder zumindest der, den ich will. Wahnsinn. Das erste Mal, dass ich einen sehe. Da ist was. Da ist einer und es ist, glaube ich, der Glacier, oder? Kommt aber schon wieder zurück, wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Seht ihr den? Direkt neben dem Baumstamm. Wenn ich mich aber hindrehe, dann sieht man den nicht mehr. Puh, boah, Leute, Leute. Ich glaube, das ist sogar der Glacier. Ich hoffe einfach, dass die Entscheidung, auf den Baumsitz zu gehen, richtig war. Einfach nochmal zur Sicherheit auffrischen. Eieiei. Das ist mir jetzt schon eine Spur zu spannend. Ich höre was. Auf keinen Fall zu viel bewegen. Da kommt er. Ich habe jetzt keine Chance, irgendwas zu machen. Wenn er mich jetzt gesehen hat, dann ist es vorbei. Ich sehe jetzt nur die Beine. Ne, er hat mich noch nicht. Das ist er. Das ist der Glacier. Jetzt nach links rüben. Rüber. Ist bestimmt ein Weibchen. Sieht ziemlich klein aus, aber es ist mir ziemlich egal. Komm schon. Hört ihr es? Er ist wieder stehen geblieben. Oh, jetzt kann ich ja durchschauen. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Da. Lasst mich kurz die Entfernung checken. Das ist eigentlich perfekt. Oh nein, ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Ich riskiere das jetzt nicht. Aber wenn ich hier jetzt den Schuss nehme, dann steckt der Pfeil vielleicht im Baum und das würde ich auf gar keinen Fall riskieren. Meter, perfekt. Der Winkel ist alles andere als perfekt. Ich werde trotzdem den Schuss nehmen.
schon ganz zittrige Hände. So. Perfekt. So wollte ich das haben. Jetzt glitscht er natürlich da an dem Baum, an diesem Gatter. Und down. Ja! Yes! Hier machen wir es jetzt so wie bei dem Keiler vorher. Wir holen uns jetzt den so schnell wie möglich. Boah, schaut mal, was hier Spuren sind. Ohne Ende Spuren. Okay, hier ist der Anschuss. Lunge, sehr schön. Der Schuss hat echt super gepasst. Das mit dem Gatter, naja, das ist leider so ein Glitch. Aber der wäre nicht weit gekommen. Beziehungsweise sie. Und es ist tatsächlich ein Glacier. Schaut euch das an. 14,313, linke Lunge. So, jetzt lass uns da mal ein schönes Bild machen. Erstmal natürlich Schussplatzierung, war genauso wie ich es wollte. Schaut euch dieses wunderschöne Tier an. Wunderschön. Mein erster Glacier. So muss es sein. So. Ich werde natürlich nochmal in den Baumsitz gehen. Und dann schauen wir mal, was sich sonst noch so ergibt heute. Wow, Leute, schaut euch das an. Der nächste Bär. Und ich glaube, das könnte sogar auch wieder ein Glacier sein. Man kann es nicht so genau sehen jetzt von hier. Absolut unfassbar. Das ist einer, oder? Naja, wir werden es früh genug rausfinden. Ja doch, das muss da sein. Das gibt's doch nicht. Da sehe ich all die Zeit keinen einzigen und heute gleich zwei auf einmal. Wunderschönes Tier. Ich denke mal, hier könnten wir jetzt zum Abschluss dann nochmal die 9362er benutzen. Das ist echt unglaublich. Der zweite Glacier. Er kommt jetzt nur ziemlich spitz. Ist auch wieder ein Weibchen. Sieht aber irgendwie ein bisschen massiver aus als das erste. Auf jeden Fall wunderschön zum Beobachten.
kommt wieder ziemlich direkt auf mich zu. Naja, bei der Entfernung sollten wir vielleicht doch wieder die Armbrust einsetzen. Jetzt direkt unter uns. Geht hoffentlich an diesem blöden Zaun da vorbei. Ja, sieht gut aus. Fast steht auf 19 Meter Entfernung, alles klar. Weil ich jetzt natürlich doch gerne einen Schuss mit der Anschütz abgeben will. Jawohl. Wunderbar. Perfekt, der zweite Glacier. Absolut unfassbar. Lass uns das doch gleich mal anschauen. Ich kann es noch kaum glauben. Und Level 6 beim Bär. Jawohl, Lungentreffer. Sehr schön. Und man kann ganz gut sehen, die 9362er leistet wirklich hervorragende Arbeit. Gerade bei so großen Tieren. Hier haben wir jetzt Schulterblatt und rechte Lunge getroffen. Das ist echt unglaublich. Das zweite Glacier-Weibchen. Wahnsinn. Glück braucht man eben manchmal. Machen wir vielleicht das Bild einfach so. Gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, reicht das für diese Episode. Es hat auf jeden Fall wieder irre viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und deswegen sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und happy hunting to you!